WebM ist ein datensparendes Format, was sogar Transparenzen beinhalten kann und deswegen ist es vor allen Dingen bei Streamer für ihre Overlays und so weiter sehr beliebt. DaVinci Resolve kann das Ganze allerdings leider nicht ausgeben, aber mit X Media Encode kannst du alles, was du aus DaVinci Resolve mit Alpha rausrenderst, in WebM umwandeln und ich zeig dir, wie es geht. Zuallererst brauchst du natürlich den X Media Recoder und den gibt's kostenlos auf der X Media Webseite, Link dazu unten natürlich in der Beschreibung. Und in DaVinci möchtest du folgendes Exportformat wählen. Okay, das hier ist die Transition, die ich für meinen Stream rendern lassen möchte. Dazu gehe ich dann hier unten auf Deliver Page, möchte hier von Single Clip auf Individual Clips umschalten, dann meine In- und Out-Points setzen, indem ich I und O drücke. Und damit wird der gesamte Clip markiert. Dann möchte ich folgende Settings nehmen. QuickTime, GoPro Cineform, 16-Bit RGB. Und hier unten bei Export Alpha möchte ich den ganzen Pre-Multiplied rausgeben. Das Ganze möchte ich zu meiner Render-Queue hinzufügen und dann einmal rendern. Und im X-Media Recoder möchten wir die Datei hier oben öffnen. Dann unter Video Audio auf VP9 konvertieren und das Farbprofil auf automatisch setzen. Dann Job hinzufügen und auf Codieren klicken. Und damit hast du deine eigene Stinger Transition in WebM mit Transparenz gerendert. Und wenn du 3 kostenlose Stinger Transitions für DaVinci Resolve für deine Streams haben willst, dann schau doch mal hier drüben. Viel Spaß dabei, Kameramagier.